Ja, wir haben heute mit allen Gesellschaftern der ersten und zweiten Bundesliga virtuell zusammengesessen, eine Mitgliederversammlung gemacht. Und wir haben vorher bereits auf einem E-Mail-Weg einen Beschluss gefasst, nämlich dass die Saison mit dem heutigen Tage abgebrochen wird. Die Saison 1920 wird nicht weiter fortgesetzt und die Saison ist somit sportlich auch entschieden. Ja, es ist der erste deutsche Meister, der tatsächlich nicht nach 34 Spieltagen feststeht, sondern nach 27. Damit haben wir uns schwer getan. Aus sportlicher Sicht wäre es natürlich das Allerbeste gewesen, die Saison weiter fortzusetzen. Der Rahmen hat aber einfach gesundheitlich, organisatorisch und wirtschaftlich nicht mehr gepasst. Deshalb haben wir uns hier jetzt dazu entschieden. Der THW Kiel ist deutscher Meister. Die SG Flensburg-Handewitt, deutscher Vizemeister. Die beiden Teams werden in der kommenden Saison an der EHF Champions League teilnehmen. Die Plätze 3 bis 5 mit dem SC Magdeburg, Hannover Burgdorf und den Rhein-Neckar-Löwen werden an der Euroleague teilnehmen, dem alten EHF-Pokal. Auch das ist entschieden. Absteiger wird es aus der ersten Liga genauso wenig geben wie aus der zweiten Liga. Das heißt, Nordhorn und Ludwigshafen bleiben in der ersten Handball-Bundesliga und auch in der zweiten Handball-Bundesliga wird es nur einen wirtschaftlichen Absteiger geben, die HSG Krefeld, die sich nicht um eine Lizenz bemüht hat. Und von daher werden auch da keine weiteren Absteiger kommen. Wir werden zudem aus der dritten Liga 4 Aufsteiger zulassen, was auch gegen unsere Statuten ist. Da sind eigentlich nur 3 für bestimmt. Es gibt aber 4 Staffeln, 4 Staffelsieger, die nicht mehr ausspielen konnten. Wer sind denn jetzt die 3, die raufgehen können? Deswegen haben wir uns da entschlossen, alle 4 als Aufsteiger zuzulassen in die zweite Liga, sodass wir in die zweite Liga mit 19 Mannschaften starten werden und in der ersten Liga mit 20 Mannschaften in die neue Saison 2021 gehen werden. Wir werden im nächsten Jahr 4 Absteiger haben aus der Liquimolli Handball-Bundesliga, um wieder auf die Sollstärke 18 zu kommen. In der zweiten Liga ist es noch nicht ganz raus. Da wollen wir auch wieder auf 18 zurück. Ob wir das in 1 oder 2 Jahren machen, das werden die Gesellschafter noch selber entscheiden. Also einen Saisonabbruch hatten wir in den Statuten bislang so im Prinzip gar nicht vorgesehen. Wir haben hier trotzdem nochmal unsere eigenen Juristen als auch noch externe Juristen damit beauftragt, das zu begutachten. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir für die Wertung der Saison eine Abbruchtabelle nehmen. Und da wir in der ersten Liga auch Mannschaften hatten, die noch Nachholspiele zu bestreiten hatten, haben wir noch eine Quotientenregel mit dazugefügt, sodass diese Mannschaften mit weniger Spielen nicht benachteiligt werden. Das ist die ungerechtere Lösung, als 34 Spiele zu Ende zu spielen. Aber von den ungerechten Lösungen haben wir das für die beste gehalten und kommen jetzt zu diesem Ergebnis, wie es jetzt dasteht. Der Gesellschafterbeschluss, der ist virtuell erfolgt. Normalerweise macht man sowas vor Ort, aber es gibt ein Covid-19-Abmilderungsgesetz, was es ausdrücklich zulässt, dass man sowas dann auch auf schriftlichen Wege macht. Die Abfrage haben wir gestartet am letzten Freitag. Wir haben alle Stimmen eingesammelt und eine weit überwältigende Mehrheit hat sich dafür entschieden, tatsächlich die Saison abzubrechen. Es wäre eine Dreiviertelmehrheit nötig gewesen, die haben wir deutlich überschritten. Der absolute Hauptgrund war, dass wir uns natürlich an den Vorgaben der Bundesregierung und der Behörden halten. Wir wollen den blöden Virus tatsächlich eindämmen. Das wäre bei jedem Fortsetzungsszenario schwierig geworden. Es gab zudem auch organisatorische Probleme, Punkt 2, und auch wirtschaftliche Probleme. Geisterspiele, Medienspiele sind schwer zu organisieren für Mannschaften nach dem Fußball, weil es wirtschaftlich überhaupt nicht abbildbar ist. Ja. Also Abbruch oder Fortsetzung ist im Prinzip wirtschaftlich unwesentlich. Es ist beides ein echter Schlag ins Kontor. Es ist ein hoher wirtschaftlicher Verlust, allein bis zum 30.06.2020, bis zum Ende der Saison. Noch mehr Kopfschmerzen bereiten uns eigentlich die Planungen für die kommende Saison. Das ist schwierig und ambitioniert. Die Clubs würden jetzt eigentlich mitten im Dauerkartenverkauf stecken, würden mit Sponsorenverhandlungen führen.
Das ist momentan alles auf die lange Bank geschoben, weil es ungewiss ist, wie es da jetzt ganz genau weitergeht, weil auch auf der Seite der Sponsoren und auch auf der Seite der Fans Ungewissheit herrscht, wann kann ich denn wieder in die Halle gehen. Das macht das Leben momentan schwierig für die Clubmanager. Und hier geht es momentan eigentlich darum, die Krisenmanagementqualitäten ganz nach vorne zu stellen. Es geht gar nicht so sehr darum, sportlich das beste Team zusammenzustellen, sondern jeder soll den Kopf über Wasser halten und die nächste Saison überleben. Das ist momentan das vorrangige Ziel. Natürlich davor noch die Gesundheit aller zu bewahren. Und auch da fühlen wir uns den Behörden und auch der Regierung verpflichtet. Die sitzen da im Driver Seat und wir werden da entsprechend folgen. Die gibt es. Wir hatten eigentlich geplant, am 26. August zu starten mit dem Supercup, der dieses Jahr zwischen dem 1. und dem 2. und nicht dem 1. und dem Pokalsieger stattfindet, weil wir das Rewe Final Four verschieben werden. Das findet nicht Ende Juni statt. Und dieses Spiel wird am 26. August noch nicht stattfinden, sondern nach Möglichkeit eine Woche später. Das heißt, wir werden die Saison eine Woche nach hinten verschieben und hoffen, dass wir dann ab dem 1.9. auch richtig loslegen können und tatsächlich wieder unserem Geschäft nachgehen können. Das ist unser ausdrücklicher Wunsch und so planen wir auch derzeit, ohne dass wir aus den Augen verlieren, es kann ja noch anders kommen. Auch auf andere Szenarien müssen wir uns natürlich vorbereiten. Für die Sportarten außer Fußball kann das kein Thema sein, weil wir uns tatsächlich durch den Spieltag vor allem finanzieren. Im Fußball ist es so, dass ein großer Teil der Budgets durch Medienrechte erzeugt werden. Und die können eingeholt werden, auch wenn ich ohne Publikum spiele. Und das ist der wesentliche Beweggrund natürlich auch für die DFL. Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe. Gerne spielen die auch nicht ohne Publikum. Das wird man sehen. Man hat ein, zwei Geisterspiele oder Medienspiele ja schon gesehen. Das ist in der Auffassung was ganz, ganz anderes und es macht bei weitem nicht so viel Spaß. Ich wünsche der DFL, dass sie die Voraussetzungen dafür schafft, damit sie auch wirtschaftlich überleben kann. Denen geht es im Grunde nicht anders als uns. Da ist auch oberste Prämisse. Wir wollen wirtschaftlich die kommende Saison überleben und da ist das sicherlich sehr, sehr wichtig für den Fußball. Da schafft die Politik die Rahmenbedingungen. Es wäre schön, wenn die Politik auch nochmal den Sport dahinter sich vornehmen würde und sagen, was können wir eigentlich da machen, dass diese Clubs, die wirklich seit vielen Jahrzehnten zum Teil sehr solide wirtschaften, sehr guten professionellen Sport bieten, die sind jetzt in einer Situation, die natürlich nicht berechenbar war, die aber an die Existenz gehen kann. Und da brauchen wir vielleicht auch nochmal irgendwo die staatliche Unterstützung.